Ich bin ein aus Bosnien stammender serbischer Schriftsteller, der seit 6,5 Jahren in Novi Sad lebt. Novi Sad ist die wichtigste Stadt in der nordserbischen Provinz Vojvodina. Früher habe ich fast 40 Jahre in Sarajevo gelebt, wo ich zuerst Philosophie und Soziologie studiert habe und danach als Verlagslektor gearbeitet habe. Aber während des Krieges im 90er Jahre, also nach einem Jahr, Kriegsjahr, musste ich das Land verlassen. Und so kam ich nach Deutschland, nach Berlin, wo ich fast 9 Jahre geblieben bin. Ich schreibe also Poesie, Prosa, Essays, Literaturkritik in serbischer Sprache. Bin auch als Übersetzer aus dem Deutschen tätig, habe bis jetzt etwa 15 Bücher aus dem Deutschen ins Serbische übersetzt. Von mir sind mehrere Bücher in deutscher Übersetzung erschienen. Ich habe einige hier mitgebracht. Das Wichtigste ist mein Lyrikband Handschrift aus Sarajevo. Im Original sagt man Sarajevski Rukopis. Das sind Gedichte, die ich während des Krieges in Sarajevo geschrieben habe. Das ist wahrscheinlich mein wichtigstes Lyrikband. Und er wurde in mehrere Sprachen übersetzt. Für diese Poesie habe ich auch mehrere Preise erhalten. So in Deutschland. Horst Bühneck Förderpreis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste in München. Dann ein Jahr später den Preis Literatur im Exil der Stadt Heidelberg. Und vor einem Jahr den Preis Rainer Kunze in einem kleinen ostdeutschen Stadt. Dieses Buch hatte 3 Auflagen in deutscher Sprache. Bei einem kleinen, aber freundlichen Verlag bei Köln. Weitere wichtige Ausgaben von mir in deutscher Sprache sind ein Buch, das so gemischte Inhalt hat. Wie heißt das Buch? Im Auftrag des Wortes, also Texte aus dem Exil, aus meiner Exilzeit in Deutschland. Da sind ein paar Erzählungen, ein paar Essays, ein paar Interviews von mir und 2, 3 Gedichte. Da sind also meine Erfahrungen aus dem Exil gesammelt. Und wer mich kennenlernen will, soll auch dieses Buch lesen. Da ist dann eine Erzählung Sonntag in Berlin, wo ich einen Tag eines Exilierten aus Bosnien, einen Kriegsflüchtling, schildere in Berlin. Er ist natürlich ein trauriger Mann, der alles verloren hat und überlegt über die Situation in seiner Heimat, dann in seinem neuen Land, also über Deutschland und so weiter. Ja. Etwas besonders Schönes, eine schöne Erfahrung hatte ich mit einer evangelischen Kirche in Berlin und habe eine Paraphrase des 90. Psalm geschrieben, nach der Bestellung von dieser Kirche. Das ist die Kirche am Hohenzollernplatz in Berlin und diesen Text habe ich dann als ein kleines Buch verlegt in Berlin. Und zwar zweisprachig. Bei diesem Gottesdienst durfte ich persönlich also erscheinen und ein paar Sätze sagen. Und die Kirche war voll von gläubigen Leuten. Das war sehr schöne Erfahrung für mich. Und das neueste Buch in deutscher Übersetzung von mir sind meine ausgewählten Gedichte, die bei Drava Verlag in Klagenfurt vor 5 Jahren erschienen sind.
Das ist eine größere Auswahl und das Buch ist zweisprachig erschienen und sehr schön gestaltet. Also. Das Buch heißt Der tägliche Weltuntergang. Also es wurde viel und oft über den Weltuntergang geschrieben und gesprochen. Ich finde, dass dieser Untergang an jedem Tag also passiert. Das ist meine dichterische Erfahrung. Ich hatte noch ein paar kleinere Ausgaben in deutscher Übersetzung, so zum Beispiel ein Mitlesebuch bei dem Verlag Apaya Verlag in Berlin. Und aus diesem Büchlein werde ich jetzt ein Gedicht vortragen. Dieses Gedicht, das Deine Stimme heißt, habe ich für meine Frau geschrieben, die ganze diese Zeit meines Exils in Belgrad gelebt hat als Flüchtling. Und dieses Gedicht habe ich während der NATO-Aggression gegen Serbien und Montenegro geschrieben. Ich habe in Berlin gelebt. Ich brauche Brille, wenn ich lese, weil meine Augen sind nicht mehr so gut. Deine Stimme. Immer nach drei spätesten sieben Tagen deine Stimme für eine Minute von Belgrad der nettlichen Telefon, wie mein Berliner Fenster strahlt, die Luft scheint Wellen zu schlagen, die Morgenglocken höre ich schon. Selbst das Bügeleisen versucht mir zu sagen, dass es bereit ist, mein Hemd zu glätten. Immer nach drei spätesten sieben Tagen dein Lachen, dein Weinen, ein Bruchstück bloß, wie eine Träne rein ist das Leben, leuchtend durch der Verfolgten los. So. Das ist so ein kleines Gedicht über diese traurige und schreckliche Zeit meines Exils in Berlin. Ich habe also fast 9 Jahre in Deutschland als Exilant verbracht. Dann habe ich heimgekehrt, also nach Sarajevo, als meine Wohnung befreit wurde, wo andere Flüchtlinge aus Ostbosnien, 2 Familien, gelebt haben. Meine Bibliothek wurde vernichtet und viele sind in dieser Wohnung, aber immerhin hatte ich einen Dach über Kopf. Ja. Aber vor etwas mehr als 6 Jahren habe ich Sarajevo verlassen und nach Novi Sad in Serbien gekommen, wo ich jetzt lebe. So, kurz gesagt über mich und meine Literatur in deutscher Übersetzung.